das ist mal, ja, schon ein Infovideo, aber das betrifft halt meine One Week of Horror. So, die Sache ist, ich habe es, wie ihr seht, nicht ganz geschafft, meine Zeitpläne einzuhalten. Auf Facebook hatte ich gepostet, dass ich Renderschwierigkeiten habe mit einem Video. Und das ist immer noch der Fall. Ich habe gestern den ganzen Tag versucht und ich hänge da heute jetzt noch die ganze Zeit dran und ich weiß beim besten Willen nicht, was da los ist. Das Ding rendert bis 98% und dann hört es einfach auf. Ich habe es auch über Nacht laufen lassen und die Renderzeit betrug dann plötzlich über 12 Stunden und das war mehr als es eigentlich sollte. Und ich habe halt auch schon überall gegoogelt und geguckt und ich habe auch alles Mögliche versucht. Glaubt mir, wirklich. Und jetzt ja, hänge ich hier und versuche das Ganze nochmal zu rendern, irgendwie. Es gibt da eine Möglichkeit, die ich versucht habe. Also das wegen diesem blöden Video. Es hat ja bis dato alles relativ gut geklappt. Ich hatte vieles fertig gehabt und dann wegen diesem einen Video, was hätte eigentlich gestern kommen sollen, ist halt einfach so eine blöde Blockade oder war das gestern, vorgestern? Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls habe ich jetzt, hoffentlich funktioniert das. Zwar werde ich das Video in zwei Teile aufsplitten, weil ich habe jetzt vorhin die erste Hälfte des Videos gerendert. Bumm, hat super funktioniert. Fertig. Ich dachte so, was? Wie geht das? Und jetzt rendere ich die zweite Hälfte. Ergo werde ich dann, wenn dieses Video hochkommt, werde ich dann beide Parts sofort hochladen. Also quasi müsste dann zwei Parts separat schauen. Weil anscheinend funktioniert es irgendwie nicht anders. Warum auch immer. Dann hätte ich das heutige Video, was heute hätte kommen sollen, hatte ich gestern schon fertig gerendert gehabt und es funktionierte komplett wunderbar. Ich weiß nicht, was da los war. Ich glaube halt einfach vom Format her irgendwie habe ich das Ganze ganz blöd aufgenommen oder so und irgendwie macht Sony Vegas da einen richtig, richtig, richtig fetten Stress raus. So, es tut mir wirklich leid und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für. Im Moment ist die One Week of Horror für mich halt selber mein persönlicher Horror gerade, weil es ist nicht das erste Projekt, was mir richtig einen Strich durch die Rechnung macht. Little Nightmares zum Beispiel, das wäre das mein First Play Through gewesen und die Art, die meine Reactions und so, die wären eigentlich richtig cool gewesen, aber nein, buff, geht nicht, Tonspur weg. Dann habe ich einige Videos schon im Voraus aufgenommen. Und dann genau derselbe Scheiß. Entweder wurde meine Stimme nicht aufgenommen oder der Sound war weg. Und ich dachte mir so, das darf überhaupt nicht sein. Und die ganze Scheiße dann nochmal aufzunehmen oder ohne Ton hochzuladen oder mit einem anderen Ton zu unterlegen, ist halt einfach, ist Scheiße. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann nimmst du was anderes auf. Und jetzt hänge ich hier und dieses Video rendert, rendert, rendert und rendert einfach nicht komplett fertig. Für die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede, das Rendern ist halt einfach, man schneidet in Sony Vegas seine Videos zusammen und das Rendern ist halt einfach das Zusammenpacken der ganzen Dateien zu einem Filmchen. So, das ist halt der Renderprozess. Und der will einfach nicht abgeschlossen werden. Außer jetzt bei dem Projekt, wenn ich zwei Parts draus mache, so hoch lade, so Hälfte, Hälfte. Total bescheuert. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Die zweite Hälfte, die rendert jetzt. Die erste ist fertig, funktioniert. Und ich hoffe, dass es mit der zweiten funktioniert, weil dann lade ich das nämlich ganze morgen, denke ich, dann hoch, tatsächlich. Und als Entschädigung habe ich mir gedacht, weil meine One Week of Horror, die funktioniert jetzt leider nicht mehr so, wie sie sollte, werde ich über den November hinaus, ne, also Ende Oktober bis rein in November, werde ich die One Week weiterführen. Und als kleine Entschädigung gibt es dann, denke ich, ein bis zwei kleine One Week of Horror Videos als kleines Bonusmaterial. Das letzte One Week of Horror Ding ist eigentlich auch schon längst abgedreht, muss ich eigentlich auch noch zusammenschneiden. Das wird sowieso ein Zweiteiler, aber das zähle ich jetzt nicht dazu, weil na, ich hatte es ja von vornherein geplant, dass es eigentlich ein Zweiteiler sein sollte. Ich werde, ja, wie gesagt, ein bis zwei Videos dann noch extra hinten dranhängen für euch und es tut mir wirklich leid, dass dann dass das Ganze nicht funktioniert hat. Ja, gut, jetzt werde ich zusehen, dass dieses Video oben ist. Wenn ihr seht, das ist so ein Schwachsinn, wenn ihr seht, das ist eh schon oben. Und drückt mir die Daumen, dass das Ganze funktioniert. Sollte das Ganze funktionieren, dann werdet ihr morgen ein Video sehen. Yay, ich hoffe, das hat sich dann auch gelohnt, das Warten. Naja, okay. Ja, ist ja Halloween, ne? Warum darf ich nicht auch mal ein bisschen Horror ertragen müssen bei meinen ganzen Videos? Die Let's Player unter euch, die wissen ganz genau, was ich gerade durchmache. Ich denke, ihr hattet auch so kleine Fails. So, wegen den ein bis zwei Videos zusätzlich. Ihr könnt mir ja unten in die Vorschläge einfach mal schreiben, was ihr gerne von mir sehen wollen würdet. Was das ein gewisses Horror-Game? Ja doch, ein gewisses Horror-Game zum Teller, zum Thema Halloween. Und eins davon werde ich mir raussuchen, weil das eine von den zwei Videos, da habe ich schon das Projekt im Kopf, da weiß ich, was ich machen wollen würde. Aber das andere, das überlasse ich dann euch. Ne, schreibt mir einfach unten in die Kommentare und das, was mir irgendwie am meisten zusagt oder was ich vielleicht sogar besitze oder so, dann werde ich mal schauen, was sich machen lässt. Okay, so, jetzt hau ich ab. Ja, doch, das war's. Okay.
Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in meinem Video. Also bis dahin, euer Alex. Tschüss, ciao und Gudu.